Ist das der Daimyo? Er wirkt so abgeklärt. Und du musst das rachsüchtige Kirin sein, vor dem er sich schützt. Soldaten, zu den Waffen! Ach nee, Endboss-Time. Besiegt den Kirin. Natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Feuerstrahl, rauf da. So, abwarten. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr Leute sammeln müssen für diesen Kampf. Aber es scheint so, als hätten wir alles aufgestuft. Das ist ja auch merkwürdig. Und vor allem von allem so viel. Gewaltiger Hieb. Garde Minotaurus greift die ausgewählte Feindeinheit an, fügt den normalen Schaden zu und vermeidet die Vergeltung. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie das erzürnte Kirin funktioniert. Wir sollten auf jeden Fall häufig die Sachen vermeiden. Ah, okay, er macht immer so eine Spuren. Und vielleicht geht das irgendwann so hoch, dass wir manche Felder gar nicht mehr nutzen können oder unsere Leute einfach weggespült werden. Das kann auch passieren. So, bitte keine Vergeltung. Jetzt darfst du Vergeltung machen. Ja, wir sollten von einer Position aus angreifen, von der wir noch fliehen können, wenn das Wasser hochkommt. Sehr gut. Abwarten. Wunderbar. Vermeide die Vergeltung und hau auf. Sehr gut. Gleich noch einmal. Ja, sowas in der Art habe ich mir gedacht. Jetzt bist du in so einem Strudel drin. Da sollten wir aufpassen. Bleib an der Stelle. Sehr gut, unsere Drachen hauen richtig rein. Nicht viel machen. Gut, unsere Fernkämpfer werden das Ganze wahrscheinlich richten müssen.
So wie es aussieht, überleben wir nicht mehr lange. Oh. Nein, wir überleben wahrlich nicht mehr lange. Euer Held ist tot. Ihr könnt ihn in jeder Halle der Helden in einer eurer Städte wiedererwecken. Verloren. Okay. Ja, wer weiß. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr auf Macht sammeln. Oder auf Verteidigung. Oder was auch immer. Aber so einfach geht das nicht. Und da wir die Leute sowieso gestellt kriegen, können wir auch nicht mal sammeln. Ohne Ende. Wir müssen mit dem, was wir haben, klarkommen. Vielleicht sollten wir das hier erst machen. Namenloser Stab. Einen Schattenstall brauchen wir noch und Altare des Kanalisierers. Wo ist denn so ein Altar? Ist der Schmelztiegel? Hier ist kein Altar. Ah, bestimmt da. Nee, das ist in Ordnung. Wir werden uns von hier aus gleich einmal rüberporten und uns mal im Norden umsehen. Da waren wir ja noch gar nicht. So, gleich noch ein paar Leute dazu geholt. Auf geht's. Spiel speichern unter zur Sicherheit. Kann ja nicht verkehrt sein. Genau, komm mal näher. Geschafft. Ach, Minotauren sind schon cool. Bald haben wir Level 20, dann sieht das nochmal besser aus. Gegen das Kirin. Und hier können wir uns noch magische Verteidigung holen. Ja, und magischen Angriff. Den brauchen wir auch noch. ...372. Ist nicht wenig, aber solange wir gewinnen, ist es egal. Wie gesagt, später kriegen wir noch ganz viele Leute dazu. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt alle Mann voran. Eigentlich nur du. Der Rest kann hier bleiben. Sehr gut. Und tschüss, Babys. Gut, das gibt noch magischen Angriff dazu. Wie weit sind wir eigentlich mit unserer Blutreputation? Ui, nicht sehr weit. Eigentlich bräuchten wir noch eine weitere Sache. Schattenstahlherz. Ach, da ist das letzte. Ja, na also. Und das sind diese Altare. Ja, stimmt. Da war was. Die hatten wir auch schon mal irgendwo gesehen in einer der Naga-Kampagnen. Thank you.
sehr schön. Oh, einer tot? Das kann ich ja gar nicht sehen. Das dürfte genug Schattenstahlerz sein. Ich sollte es zu Norbu bringen. Ja, besucht den Waffenschmied noch einmal. Wegweiser. Auf einem kleinen Schrein, der einwärts zum zentralen Garten zeigt, kann man ein von Daimyo Oshiro verfasstes Haiku lesen. Die Perle verlockt, den Narr zu kämpfen, dem Kirin zu entkommen. Ja, da ist die Festung. Da waren wir vorhin. Da haben wir noch ein Kirin. Aber ein normales Kirin. Wenn wir 33 Kirins besiegen, gibt es bestimmt auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Das freut mich. Ich freue mich. So, 6 bis 7 würden jeweils sterben. War schon ganz gut, aber es geht besser. So geht das. Einmal bitte ohne Gegenwehr angreifen. Jetzt ist nur noch einer übrig. Das war's. Chantiri-Rüstung. Wir sollten übrigens mal die Mondklinge anlegen. Das haben wir schon getan. Dann brauchen wir nur noch den Schleier des Dunkels. Sehr schön. Jetzt wieder Initiativbonus. Ist hier alles soweit fertig? Mehr gibt's hier nicht? So ein Mist. Okay, dann gehen wir wieder zu dem Kumpel zurück. Zu dem Schmied. Bauen hier auch gleich noch die bessere Festung. Nö, die Drachen aus. Okay. Können wir noch ein bisschen kämpfen. Einfaches Stadttor hierher. Auf zum Schmied. Das ist großartige Arbeit, Norbu. Ich dachte, Zwerge seien die größten Waffenschmiede Ashans. Aber das sind die besten Klingen, die ich je gesehen habe. Sa, ihr irrt mich. Ich will euch mein Geheimnis verraten. Das Wasser zum Härten des Metalls ist mit der Kraft der Träne Ashas durchsetzt. Waffenschmieden in den Tränen Ashas. Ich frage mich, was die Mutter der Drachen davon hält. Shalassa lehrt uns, entdeckt eure Berufung und gebt euch ihr dann mit ganzem Herzen hin. Meine Arbeit besteht darin, Waffen zu fertigen, mit denen andere töten können. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Das ist wohl wahr. Aktion abgeschlossen. Der Clanherrscher dafür, dass wir Stufe 20 erreicht haben im Let's Play, wollte ich gerade sagen. Erfordert Affinität Magie, namenloser Stab auch eine Dynastiewaffe. Wir bekommen 23.000 Erfahrungspunkte, 15 Minotauren und haben die Uplay-Aktion der Clanherrscher abgeschlossen. Gut, mit diesem neuen Level-Up können wir uns wieder Punkte verteilen. Einmal einen dahin. Riesentöter für mehr Kraft. Außerdem brauchen wir mehr Angriff. Und mehr Angriff. Wir sind jetzt bei 52 Angriff, also wenn das langsam nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Wir machen aber noch weiter. Ich hoffe, wir können noch ein Level erreichen. Versuchen es zumindest. Nur noch für eine Aktion kann man Uplay-Punkte bekommen, nämlich dafür die Kampagnen aus der SOD-Erweiterung komplett abzuschließen. Das heißt aber auch, die Kampagnen des Nekromanten.
Tatsache, wir können noch weiter aufsteigen. Unglaublich, aber wahr. Wahrscheinlich können wir hier sogar Level 30 werden, weil dies unter Umständen die letzte Kampagne ist. Oder die letzte Mission. Und ein bisschen Blutreputation holen wir uns auch noch. Okay. Ein Hund ist noch. Das war ein Hund. Kollektive Steinhaut. Auch nett. Okay, wir machen's. So, ich mache jetzt hier eine Pause. Demnächst werden wir noch ein bisschen leveln. Mal gucken, ob wir noch Level 21 oder 22 erreichen. Und dann stürzen wir uns auf das Kirin im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen. Ja, und wünscht mir Glück, dass wir es das nächste Mal schaffen. So, bis gleich.